Alan Wake Remastered und weiter geht's auf der Anderson Farm in der dritten Episode von Alan Wake. Gerade sind wir den Abhang runtergestürzt und Barry ist schon an der Farm angekommen. Wir müssen natürlich unseren Weg durch die ganzen Besessenen durch Dunkel natürlich freikämpfen. Wie soll es das anders auch anders sein? Wir haben keine Taschenlampe und keine Waffe, gar nichts. Wir sind komplett leer. Links ist eine Mine. Oh nein! Ja, genau. Hab mich doch noch erwischt. Als wegen der Manuskriptseite, ne? Boah. Walter auf der Anderson Farm. Als er vor der Anderson Farm anhielt, war Walter erlaubt. Ah, Walter! Das Vergessen war nicht mehr fern. Die Brüder würden in der Klapse eine Flasche Schwarzgebrannten nicht vermissen. Dann sah er den Mann auf der Veranda und wusste, wer das war. Er fuhr um sein Leben in dem Wissen, dass es nutzlos war. Er merkte erst, dass er weinte, als ihm die Tränen die Sicht nahmen. Das ist Walter. Walter ist der Typ, der im Gefängnis saß, ne? Der Danny angegriffen hat. Danny ist ja wahrscheinlich ein Besessener gewesen. Und wie es aussieht, werden wir ihn gleich wieder begegnen. Da werden wir vielleicht mal herausfinden, was mit Danny passiert ist. Können wir uns natürlich klären, Danny ist ein Besessener, Walter hat ihn angegriffen, wurde dafür in ein Gefängnis gesteckt. In die Ausnüchterungszelle. Ich wusste es. Ich wusste, dass das passiert. Kommt her. Sehr gut. Boah, Alter, mega Lensflare. Das ist alles wegen der Thermoskanne. Shit. Boah, natürlich, die auch noch. Wieder die Steine. Okay, ich bin entkommen, ne? Hier? Hier ist Nüs. Ein eingestürzter Minenschacht ist da. Upp. Nightingale verhaftet Wake. Oh, wir werden verhaftet. Agent Nightingale starrte den ohnmächtigen Schriftsteller an. Der Mann holte den Schlaf einer höllischen Nacht nach. Nightingale war neidisch auf Wakes wohligen Schlummer, aber er hatte noch etwas zu erledigen. Er legte die Waffe an Wakes Kopf und wurde fast zum Mörder. Seine Hand zitterte und seine Kehle schnürte sich zusammen. Er biss die Zähne zusammen und versuchte abzudrücken. Er fand den Mut nicht. Wake rührte sich. Eine Verhaftung würde ausreichen müssen. Er kann ihn nicht erschießen, das steht nicht in der Geschichte drin.
Ich hoffte, es gäbe irgendwo einen Generator, der die Lampen beim Tor mit Strom versorgen könnte. Nightingale ist Teil der Geschichte. Caddywake nicht töten. Das steht da nicht so drin. Oh, da ist eine Taschenlampe, ne? Ja. Immerhin etwas. Im Wald vor mir bewegte sich etwas. Sich dem Feind ohne Waffe zu stellen, war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. We don't have a choice. The choice is taken away from us. And we'll have to. Ah, komm schon. Na, das wird nix. Oh Gott, das wird nix. Ah. Bitte aufhören. Boah, mich kannst du zu bewerfen? Boah. Gott. Ja, ich hab vergessen, dass er ein scheiß Generator war, ey. Boah. Nee, da ist die. Da hinten ist die Bühne. Ein Auto entfernte sich von der Farm und zwar in dieselbe Richtung wie ich. Wahrscheinlich war es Barry, der wieder, ohne nachzudenken, einen Vorstoß wagte. Mm-mm. Das ist, glaube ich, Walter, wie wir es gerade im Manuskript gelesen haben, ne? Oh, eine neue Taschenlampe. Das ist die Hochleistungstaschenlampe, ne? Ja. Batterien. Thermo. Ja, eine Taschenlampe fehlt noch, ne? Wir haben bisher noch nicht die ganz große gefunden. Ich meine, ob die auch gelb ist oder ob die Farbe geändert wurde. Das Auto war unterwegs zur vorausliegenden Hütte. Es war nicht weit. Wenn es Barry war, würde ich bald den Schaden sehen. Ja, das ist nicht Barry. Das ist nicht Schnerry. Es brennt die Dunkelheit weg. Wir haben keine Waffe, aber. Oh. Ich versuche jede Seite zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übergeben. Ich zeige Ihnen, wie die Geschichte weitergeht. Lisa, das erklärt schon mal, wo die Seiten herkommen. Das ist Tom ist sehen. Ein seltsamer Astronaut oder Taucher in einem klobigen Anzug. Er hatte meinen Pfad mit den Seiten gepflastert. Das ist Thomas Zane. Er ist nämlich derjenige, der uns die ganze Zeit die Seiten immer gibt. Die Vergrößerung des Dunkels. Das Dunkel folgte der Choreografie des Manuskripts. Es wurde immer stärker, bewegte sich wie ein Sturm von einem Ort der Verheerung zum nächsten. Und doch war es an den Verlauf der Handlung gebunden, gefesselt an seinen dunklen Ursprung. Wenn die Geschichte das ersehnte Ende erreichte, wäre es endlich frei. Das ist genau, was wir verhindern müssen. Hier sind wieder ein paar Beer-Traps. Da hinten ist nichts, ne? Da hinten ist so ein Pilz. Das ist überraschenderweise ein sehr grünlicher Baum. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho.
Mach an! Jemand hatte eine Waffe dagelassen. Das war meine Chance, die Farm zu erreichen. The Taken are filled with darkness. Die Besessenen sind mit Dunkelheit gefüllt. Wir sind mit Dunkelheit abgefüllt. The Takens. Ich wollte eigentlich, schade, ich habe eigentlich probiert, ob ich mal in die Falle laufen lassen kann, aber egal. Oh ja. Per Bärenfallen, ey. Wow, oh, natürlich. Tisch, ist da nicht da noch eine Bärenfalle? Oh! Ich wollte ausweichen. Alles klar. Oh, kurz kleines Päuschen, ich bin hoffentlich wieder da. Und hallo, nach dieser kurzen Unterbrechung geht es jetzt nun weiter. Oh! Ich krieg direkt eine Axt in die Fresse. Wo muss ich hin? Alter, die gehen mir auf den Piss mit ihren scheiß Äxten, ey. Oh, kann nicht wahr sein, ey. Das kann nicht wahr sein. Das habe ich aber bei weitem die Schnauze voll von dem Scheiß. Wenn die zu diesem scheiß Äxten die ganze Zeit rumwerfen müssen, das ist nicht witzig. Da kommt natürlich auch dazu, dass ich auch alles finden will, ne? Ist mir scheißegal, ich bekämpfe die jetzt, ey. Boah, das war ein Double Kill. Ich hab das gesehen, mit einem Schuss zwei umgenietet. Oh, diese scheiß Bärenfallen, die hier liegen, ne? Nein, oh Gott. So. Schnauze voll von euch. Nee, komm.
Gott. Vor die Hinterhalt. Ich sah das Auto, aber keine Spur vom Fahrer. Die machen immer vor diesen scheiß Hinterhalt. Das ist sowas von zum Kotzen. Gott. Ich hätte irgendwas verpasst, ist mir scheißegal. Ich will rein hier. Hallo. Anybody here? Ist hier jemand? Hallo. Barry. Barry, du bist nicht da. Bitte. Was soll das so? Was? Licht, es tut mir leid. Oh, das ich mal vor, Walter wurde gerade von Danny hat sich gerade an Walter gerecht. Hallo, oh, ein Blutfleck. Hallo Walt. Ich klopp mal deine Waffen, ne? Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von einem echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Ich glaube, Walter hat gerade ins Gras gebissen. Alles klar. Hier ist Danny reingekommen und hat ihn getötet. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin, wie jeder andere Akteur, an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Ah, okay. Mittlerweile ergibt sich ein Muster, ne, von der Geschichte. Er hat sich selbst reingeschrieben als Protagonist, ne, gegen die Dunkelheit, um gegen die Dunkelheit zu kämpfen, und Tom Zane hat ihm dann sehr wahrscheinlich geholfen. Was hat ihm dann geholfen? Sehr wahrscheinlich, das ist so. Wuhu, Danny! War er mal. Das war er. Aber er hat mir eine Tür aufgemacht. Wir sind so ein Fenster. Die Farm war immer noch ein gutes Stück. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Toter Hirsch. Flashbang? Oh, Geschichte, knappe Fluchten. Da konnte Nightingale uns auch nicht erschießen in dem Manuskript. Aber wir sind der Hauptprotagonist, wir sind an die Geschehnisse gebunden. Und es steht nicht drin, dass wir sterben. Zumindest jetzt noch nicht. Oh, Manuskriptseite, sehr schön.
Hartman denkt über Mott und Wake nach. Für einen Moment überlegte Hartman, den Idioten zu erwürgen. Mott war böswillig, aber leicht manipulierbar. Emotional ein Kind, das nach Anerkennung gierte. Wake war dagegen viel schwieriger. Mott hatte ihm zu viel Leine gelassen. In 2 Tagen konnte zu viel passieren. Hartman musste ihn schnell wieder in den Griff kriegen. Ich krieg dich gleich in den Griff, Junge. Oh, Junge, Junge, das ist der gute Wakey, Wakey, Bakey, Reiki, Seiki, Schneiki, Deiki, Moiki. Okay. Oh, ein geiler Pickup-Truck, ey. Ich liebe diese Autos. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Oh, guck mal da, Thermoskanne. Dafür ist immer Zeit. Ich muss wach bleiben. Ich muss wach bleiben. Ich brauche die Koffein. Ich brauche mein Koffein. Papa braucht sein Koffein. Papa braucht sein Koffein. Wer möchte die Dunkelheit kämpfen, der klatscht dreimal. Wer will gegen die Dunkelheit kämpfen, der klatscht dreimal. Oder lotscht mit der Lucke. Oh, guck mal. Oh, das ist noch ein geiler Wagen. Nein, ich habe meinen Bildschirm angespuckt. Lucky Lucky, was haben wir denn hier? Batterien. Revolver-Munition und die Kiste. Flashbangs. Ist da irgendwas hinter? Ja, nee. Es wird ist nicht. Oh. Aber alles klar. Was uns da oben im Wachturm erwartet, das seht ihr im nächsten Part von meinem Let's Play zu Alan Wake Remastered. Bis gleich.